Hallo meine YouTube-Abonnenten. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist es wahrscheinlich schon 2016. Ich will mit diesem Video nur einen kleinen Jahresrückblick von meinem Kanal geben. Wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr vielleicht sogar die Raketen hören, die im Moment abgeschossen werden. Oder ihr hört einfach nur meine Server im Hintergrund. Auf jeden Fall, 2015 war für meinen Kanal ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe einiges gewonnen, Abonnenten natürlich, viele Videos hochgeladen dieses Jahr, viel mehr als die letzten Jahre, und deswegen sind auch die Abonnenten so gestiegen. Ein paar Leute habe ich kennengelernt über meinen Kanal. Naja, es hat Spaß gemacht. Es hat auch natürlich ein paar Probleme gegeben, zum Beispiel mit meinem Netzwerk hatte ich einige Probleme, sage ich jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen war 2015 für meinen Kanal echt ein gutes Jahr. Ihr könnt sehen, falls ihr schon länger dabei seid, vor 2015 so 20 Abonnenten oder so und dann heute 80 bis 90 Abonnenten Ende 2015. Ich hoffe, 2016 geht es so weiter, natürlich. Ich hoffe natürlich auch, dass sich einiges verbessert, und zwar auf meiner Seite. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe viele Spiele angefangen, aber bis jetzt noch keins beendet, glaube ich. Minecraft Islands ist noch offen, Minecraft Beta ist noch offen, Portal Coop ist noch offen, alles ist noch offen. Mir fehlt die Ausdauer bei den Spielen. Ich kann sie vielleicht ein paar Tage spielen und dann ist meine Lust zu Ende. Es ist leider so. Deswegen habe ich mir fürs neue Jahr auch was Neues vorgenommen, und zwar mache ich was Neues, juhu. Und zwar Let's Try. Heißt das, ist einfach sowas wie ein Let's Test. Also ich spiele ein Spiel für ein paar Stunden und dann schneide ich das zusammen, die besten Momente etc. Dann lade ich das Ganze hoch und dann werden das vielleicht ein, zwei Folgen von einem Spiel und dann kommt das nächste Spiel. Das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß und euch hoffentlich auch. Ich möchte auch mehr mit anderen YouTubern zusammenarbeiten, die sowas ähnliches wie ich machen, weil alleine zu Let's Playen fällt mir doch ziemlich schwer, weil die Gesprächsthemen gehen doch immer ziemlich schnell aus und dann ist da einfach Stille. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes, erfolgreiches, spannendes Jahr 2016 und hoffe natürlich, dass ihr bei meinem Kanal dabei bleibt, weil ohne euch geht's dann doch nicht. Also auf jeden Fall auf Wiedersehen.